So I breathe Formula One, I live Formula One, I train to be fit to drive Formula One cars, I eat to be fit to drive Formula One cars. And it didn't arrive the moment that I felt I need to change the lifestyle. My lifestyle is great and I love what I do. Herrlich, liebe Motorsportmagazin.com-Freunde und Formel 1-Fans, wenn man die Leidenschaft von Fernando Alonso für unseren geliebten Sport hört. Ja, der Fahrermarkt, er kommt mal wieder etwas in Schwung, diesmal früher, als wir es erwartet hätten. Ja, Fernando Alonso hat mit Aston Martin verlängert. Am Donnerstagabend um 18 Uhr hat Aston Martin das Ganze bekannt gegeben in einer Presseaussendung, die sehr kurz und knapp gehalten war. Es stand lediglich drinnen: I am here to stay. Zitat Fernando Alonso. Anschließend gab es aber auch noch ein bisschen mehr vom Maestro. Über 30 Minuten hat er zu uns gesprochen und wir wollen euch mal das Wichtigste aus dieser Medienrunde zusammenfassen. Zunächst einmal, ja klar, Fernando Alonso war eine der heißesten Aktien auf dem Fahrermarkt. Mike Krack, der Aston Martin Teamchef, er hatte es schon seit Monaten angekündigt, dass man auf Aston Martin Seite gerne mit ihm verlängern würde. Jetzt ist es tatsächlich passiert. Fernando Alonso, der hat sich zunächst einmal noch nicht so richtig in die Karten schauen lassen. Der meinte, erst einmal muss er selbst entscheiden, ob er überhaupt mit der Formel 1 weitermachen will. Dann, wenn er diese Entscheidung getroffen hat, dann wird er zunächst einmal mit Aston Martin sprechen. Und nur sollte das mit Aston Martin dann nicht passen, dann würde er sich auch mit anderen Teams unterhalten. Also, jetzt wurden die Entscheidungen getroffen und es ist gekommen, wie es kommen musste. My love for Formula One and my love for Aston Martin didn't change, but I just wanted this time to really speak with myself and make the decision and the commitment. Obviously, Formula One takes all your time, all your energy. You have to give up basically everything in life to keep racing. And I wanted just to speak with myself if I was ready to do so. And yeah, it was not too difficult. I think we both wanted the same. I wanted to keep racing with Aston Martin. Aston Martin wanted also to keep me on the seat. So yeah, when two parties they want something, at one point you reach an agreement. Was man vielleicht als Fan tatsächlich unterschätzt, ist, wie vereinnahmend so eine Formel-1-Saison tatsächlich für das ganze Personal im Rennzirkus ist. Auch für einen Rennfahrer, auch wenn das natürlich der absolute Traumjob eines jeden ist. Trotzdem verbringt man 25 Wochenenden auf jeden Fall schon mal weg von zu Hause. Und das war eine strategische Herangehensweise von Fernando Alonso. Er hat nämlich gesagt, am Anfang, da kommen die Teile, die am wenigsten Spaß machen. Fahrzeugpräsentation, viele Termine abseits des Fahrens an sich, viele Medientermine, die hat er jetzt alle erstmal hinter sich gebracht. Dann kommen anstrengende Rennen aufgrund der weiten Reisen, unterschiedliche Zeitzonen. Und dann hat er gesagt, wenn das noch ganz gut läuft und er immer noch Spaß hat an der Sache, naja, dann hat er immer noch Spaß an der Formel 1 und deswegen hat er das mal so abgewartet. Aber er hat auch festgestellt, er muss Änderungen vornehmen. Also das hat er vor der Saison schon angekündigt, dass er seinen Reiseplan ein bisschen anpasst. Jetzt hat er gesagt, seine Familie kommt auch öfter mit zu den Rennen, damit er nicht mehr so das Gefühl hat, er verpasst etwas. Also wer sich das erlauben kann, natürlich seinen ganzen Trost da zu den Rennen zu kommen lassen. Das ist natürlich eine elitäre Position in der Formel 1, aber wenn man es kann, warum sollte man das Ganze nicht machen? Details zum neuen Vertrag, ich habe es angedeutet, die gab es erstmal im Press-Release überhaupt nicht. Da gab es ja nur dieses eine Zitat. Dann kam aber auch noch ein bisschen was von Mike Krack hinterhergeschickt und darin hieß es dann schon, ja, es ist ein mehrjähriger Vertrag. Das heißt, 2026 ist Fernando Alonso auf jeden Fall noch am Start. Aber 2026 ist nicht alles. It's not only 26, it's just it's a lifetime project in a way for me. This is the longest contract I ever signed in my career. So this is something that they will keep me linked with Aston for many, many years to come. Let's see which role, let's see how many more years I will drive. In anderen Worten, das ist eigentlich ein Rentenvertrag, den Fernando Alonso da mit Aston Martin unterschrieben hat, ist natürlich der absolute Wahnsinn. Ich bin mal gespannt, wie es dann genau aussieht, wenn er seine aktive Formel-1-Karriere beendet, aber soweit ist es ja erst einmal noch nicht. Mindestens zwei weitere Saisons gibt es da. Und er steht jetzt schon bei 384 Grand Prix-Starts, ist mit dieser Zahl alleiniger Spitzenreiter mit doch relativ deutlichem Vorsprung auch noch vor Kimi Räikkönen. Wir haben jetzt gerade eben den Kalender für die Saison 2025 bekommen. Wer es noch nicht mitbekommen hat, bei uns auf der Website gerne mal nachschauen oder in der App. Dann könnt ihr euch das immer wieder schnell herholen.
Wenn es so weitergeht mit dem Kalender, wie wir es jetzt auch für 2025 haben, dann ist Ende 2026 sein 452. Grand Prix. Also das ist eine Zahl, die kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Schon heute ist Fernando Alonso 42 Jahre alt, am Ende dieser Saison dann 43 und am Ende der Saison 26 dann entsprechend schon 45 Jahre alt. Bislang hat der Maestro das Alter immer ein bisschen runtergespielt, aber auch er selbst weiß, dass das irgendwann schon mal ein Faktor werden könnte. Yes, it is true. I will be 45 or more and keep racing. If one day I feel that I'm not motivated or if one day I feel the race not in good shape or I feel that I'm not fast, you know, maybe I go to one period of the season that I feel not fast and I feel not really sharp into the things of the race itself or qualifying or wherever. I think I have a relationship with Aston, very honest, and I will be the first one to raise my hand and say, you know, I have maybe lost here or there, and you know, we will find solutions, but I don't see that coming for the next few years. Wenn wir da mal in die Formel 1 Geschichtsbücher schauen, auf die ältesten Fahrer, die etwas erreicht haben, also der älteste Fahrer überhaupt, ja, da muss Fernando Alonso schon noch ein bisschen durchhalten. Das war nämlich kein geringerer als Louis Chiron. Der ist mit 55 Jahren, 9 Monaten und 19 Tagen noch beim Heim Grand Prix in Monaco angetreten. Aber die Fahrer, die im hohen Alter tatsächlich auch noch wirklich was Großes erreicht haben in der Formel 1, naja, da wäre natürlich ein ganz großer zu nennen, Juan Manuel Fangio. Der wurde im Alter von 46 Jahren, einem Monat und 11 Tagen noch Weltmeister. Und 45 ist er Ende der Saison 2026. Wenn er dann noch ein Jährchen dranhängt, dann könnte er tatsächlich rein theoretisch diesen Rekord noch abluchsen. Also absoluter Wahnsinn, wenn man dran denkt. Mit dem ältesten Sieger wird es wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig. Luigi Fagioli beim Frankreich Grand Prix 1951 mit 53 Jahren und 22 Tagen. Also ich glaube, das ist nicht mehr ganz so realistisch. Aber der WM-Rekord von Juan Manuel Fangio, wenn denn Aston Martin konkurrenzfähig ist, das wäre dann tatsächlich noch was, was Fernando Alonso erreichen könnte. Aber er hat auch angedeutet, wenn es dann irgendwann mal mit seiner aktiven Formel-1-Karriere zu Ende ist, bedeutet das noch nicht, dass es mit seiner Rennfahrerkarriere zu Ende sein muss. At the moment not. Super focus on Formula One. And yeah, that will be my only thing in my head. But I think I can nearly 100% say that I will try Dakar in the future when I stop Formula One. That will be something that is still in my head. And with Aston, there is the Valkyrie as well in Le Mans starting next year. So yeah, who knows if that will be also a project that I can help. Fernando Alonso, also ein wirkliches Renntier, der braucht einfach ein Lenkrad, der braucht einfach irgendwas unter dem Gasfuß. Wunderbar, dass es solche Menschen gibt, die den Sport so sehr lieben und leben wie er. Warum aber hat er sich verhältnismäßig langfristig an Aston Martin gebunden? Das ist ein ganz interessanter Punkt und 2026 ist da natürlich der Schlüssel. 2026 gibt es nämlich nicht nur ein neues Reglement, sondern gleich zwei neue Reglements. Auf der einen Seite wird sich die Chassis-Ära wieder ändern. 2022 kam ja die Ground-Effect-Ära. Dabei wird es höchstwahrscheinlich bleiben, dass der Abtrieb zum größten Teil über den Unterboden generiert wird. Aber das Reglement an sich wird sich da auf Chassis-Seite doch gravierend ändern. Und warum wird sich so gravierend ändern? Weil sich die Motorentechnik ändert. Deutlich größerer E-Anteil und deswegen glaubt man natürlich in der Formel 1 immer, wenn so ein großer Umbruch kommt, dass sich da das Kräfteverhältnis stärker ändern könnte. Das war auch schon einer der Gründe, wieso Fernando Alonso eigentlich 2022 zurückkommen wollte, weil ja auch da schon ein großer Umbruch war, auch wenn der damals kleiner war als der 2026 kommen wird. Aus dem 2022er Comeback wurde ja dann bei Fernando Alonso ein 2021er Comeback. Damals wurde ja die neue Ära verschoben aufgrund der Corona-Pandemie von 21 auf 22. Alonso ist dann also quasi ein Jahr zu früh gekommen. Aber er macht gar keinen Hehl daraus, dass das auch 2026 wieder ein ganz entscheidender Faktor für seine Entscheidung war. Yeah, it was an important point. I will not lie. I think, you know, to commit to a project, one-year project, it didn't make sense for me. It's not that, you know, I had one-year proposal elsewhere or anything like that. It was just, I was very clear to Aston
in the first conversations that the appealing part of this project is just, you know, everything that we are building. It was the new campus last year. It's going to be the wind tunnel this year. It's going to be the new regulations in 2026 and Honda coming as a partner. And I think that was, for me, a must. I think to really enter a new regulations with a new project, with a new wind tunnel, and also with Honda as a partner, it was something for me that it was very, very important. And part of the decision to stay at Aston is because they are with Honda for 2026. Ihr habt es gehört, Honda. Und bei allen, die die Formel 1 schon ein bisschen länger verfolgen, da klingelt es natürlich. Fernando Alonso und Honda. Ja, Aston Martin wird 2026 zum Honda-Werksteam. Und Fernando Alonso und Honda, da gibt es keine besonders ruhmvolle Historie. Als Honda 2015 in die Formel 1 zurückgekehrt ist, hat man mit McLaren gemeinsame Sache gemacht. Und wer war damals bei McLaren oder wer ist damals dorthin gewechselt von Ferrari? Ja, Fernando Alonso. Es war eine sehr, sehr schwierige Zeit und das ist eigentlich noch eine maßlose Untertreibung, denn Honda hatte große Schwierigkeiten beim Comeback. Man ist der Konkurrenz ein Jahr hinterhergehinkt und wer sich vielleicht an 2014 noch erinnern kann, Turbo-Hybrid-Ära, erstes Jahr, da gab es schon bei mehreren Herstellern, eigentlich bei allen außer Mercedes, richtig große Probleme. Honda ein Jahr später gestartet, die anderen hatten also schon den Vorteil, entsprechend schwer hat sich Honda getan. Wenig Power, sehr, sehr viele Zuverlässigkeitsprobleme. Und Fernando Alonso hat das überhaupt nicht geschmeckt damals. Er hat Honda damals vor den Augen der gesamten Welt blamiert, hat öffentlich von einem GP2-Motor gesprochen, also dem Pendant zur heutigen Formel 2. Das Ganze hat dazu geführt, dass sich McLaren und Honda vorzeitig getrennt haben. Ein Riesentheater. Dazu Fernando Alonso und Honda, da hat er schon einiges an verbrannte Erde hinterlassen. Er ist ja später auch noch bei den Indy 500 an den Start gegangen, hat dann keinen Honda-Motor mehr bekommen. Ist später auch noch in Le Mans gestartet, mit Toyota wohlgemerkt. Auch in der Rallye Dakar ist er mit Toyota gefahren. Und Honda und Toyota, das passt überhaupt nicht zueinander. Das sind riesengroße Konkurrenten. Das ist noch viel schlimmer als in Deutschland, Audi, Mercedes oder was auch immer. Aber jetzt, trotzdem, trotz dieser Vergangenheit, trotz seinen Funksprüchen, trotz seiner Toyota-Vergangenheit, kommt es eben trotzdem zum Comeback von Fernando Alonso und Honda. Und deswegen hat er natürlich ganz besonders warme Worte für die Japaner übrig. Yeah, Honda is definitely a manufacturer that, you know, has so much success in Formula One and not Formula One in the world of motorsport, that is always a company that I respected, a company that it didn't work for us in McLaren in the years that they came to the sport. But right after that, they fixed all the problems and they are currently dominating the sport, and they've been world champions for the last few years. So I think they will have a baseline for 2026 that is already very strong, but also they have the capacity in Sakura of building something really nice. Auf dieses Fernando Alonso und Honda Revival sind wir, glaube ich, alle ganz besonders gespannt. Also ich persönlich freue mich da wirklich sehr drauf. Ich hoffe, dass es diesmal gut geht. Die Japaner haben damals sehr darunter gelitten, also ich hoffe, dass es da ein kleines Payback gibt in Form von einem richtig guten Motor für Fernando Alonso. Alonso verlängert überraschend früh bei Aston Martin. War das jetzt seine freie Entscheidung? Man kann eigentlich schon sagen, ja, denn es hätte durchaus auch noch andere Alternativen gegeben. Die wollte Fernando Alonso aber gar nicht und das tatsächlich aus freien Stücken. I think 2026 is we are going into the unknown for sure. In terms of regulations, but if I have to choose one by feeling, I will choose our project and our engine and our power unit. Also das ist ein ganz interessanter Punkt, denn 2026, da gibt es nicht nur bei Aston Martin, da gibt es bei allen große Fragezeichen, sogar bei Red Bull, beim aktuellen Dominator, denn der Honda-Antrieb, der geht ja rüber zum Aston Martin. Und Red Bull baut mit Red Bull Powertrains erstmal in der Geschichte einen eigenen Motor. Dieses Fragezeichen ist vielleicht sogar noch ein bisschen größer als das Chassis-Fragezeichen auf Aston Martin-Seite. Generell stellt sich natürlich bei allen Teams die Frage, wie startet man da in eine neue Ära? Und deswegen ist die Entscheidung von Fernando Alonso, finde ich zumindest, auch wenn er andere Optionen hatte, sehr gut nachvollziehbar.
Trotzdem gesteht Fernando Alonso, dass er sich schon auch anderweitig ein bisschen umgehört hat. I did speak with other people as well. Yes, I think it's normal when you enter negotiations, you need to balance a little bit. What is the market? You need to listen to everyone else as well, because it's just a normal procedure, and I think it's fair as well to listen to all the proposals and to see how the market moves. But I don't know, in my head, Aston was the logical thing for me to do. And at the end, it was also the best and the most, I felt the most wanted in Aston Martin. All the other conversations were just light and never came into any conclusions or something like that. And maybe more time was needed, all these kind of things. While in Aston, it was a clear desire to work together, which was the same that I had, so that's why it came very easy. Das gehört natürlich zum guten Ton. Fernando Alonso wollte das seinen Marktwert abchecken. Auch die anderen Teams, sagt Fernando Alonso, hätten jetzt vielleicht nicht unbedingt ganz, ganz, ganz großes Interesse an ihm, wollten aber auch mal schauen, was geht da so, und wollten einfach mal die Fühler ausstrecken. Am Ende ist es also dabei geblieben, dass Fernando Alonso mit Aston Martin weitermacht. Welche Auswirkungen auf den Fahrermarkt hat das Ganze aber jetzt? Der Fahrermarkt 2024, einer der spannendsten in der Geschichte. Lewis Hamilton geht ja 2025 von Mercedes zu Ferrari. Das war Stein des Anstoßes. Dann gab es aber noch die teaminternen Querelen bei Red Bull Racing und offenbar immer noch die Möglichkeit, dass Max Verstappen, der Weltmeister, Red Bull Racing vorzeitig verlässt, denn er hat ja eigentlich noch den Vertrag bis einschließlich 2028. Aktuell ist aber nichts undenkbar. Dadurch, dass Fernando Alonso jetzt aber seinen Vertrag verlängert hat, schaut das alles ein bisschen anders aus. Max Verstappen, wenn er wirklich Red Bull verlassen sollte, wird immer wieder in Verbindung gebracht mit Mercedes. Ja, diese Option gibt es noch immer, aber er wurde zuletzt auch mit Aston Martin in Verbindung gebracht. Auf der einen Seite ist da sportlich zwischen den beiden gar nicht so viel um. Auf der anderen Seite hat Fernando Alonso ja auch schon gesagt, neue Fabrik, neuer Windkanal, dann eben das Werksteam 2026. Das ist schon eine interessante Sache, und Max Verstappen hat ja auch schon eine Honda-Beziehung, im Gegensatz zu Fernando Alonso eine sehr positive. Mit der Verlängerung von Fernando Alonso dürfte diese Tür aber jetzt zu sein, denn wir dürfen nicht vergessen, wer im zweiten Cockpit bei Aston Martin sitzt. Ja, Lance Stroll, der Sohn des Teambesitzers. Ein weiteres sehr interessantes Thema, über das ich übrigens im AVD Motorsportmagazin mit unserem Experten Christian Danner gesprochen habe, über dieses Konstrukt Aston Martin, Lance Stroll, und er hatte eine sehr eindeutige Meinung dazu, und damit hat man sich natürlich schon jetzt ein eins Nest gelegt, wenn es einfach dabei bleiben sollte, dass Lance Stroll für immer gesetzt ist. Denn man stelle sich vor, man könnte Fernando Alonso und Max Verstappen in einem Team haben. Das wäre doch unfassbar. Jetzt also diese Tür zu. Diese Tür ist aber nicht nur für Max Verstappen zu. Also wenn Verstappen geht, dann ist es jetzt wirklich nur noch Mercedes. Die Tür ist aber auch zu für Carlos Sainz. Carlos Sainz, nachdem Ferrari ja nicht mit ihm weitermachen wollte, er aber in absoluter Topform ist, wahrscheinlich der beste Fahrer von der aktuellen Form her neben Max Verstappen, sucht er nach einem Team, und Aston Martin war da schon eine Option. Bei Aston Martin ist der Entscheidungsprozess auch ein sehr interessanter, denn Fernando Alonso, der ist nicht unbedingt die Zukunft. Wir haben gerade darüber gesprochen, er ist nicht mehr der Jüngste. Mit Carlos Sainz hätte man wohl schon noch ein bisschen mehr Jahre in der Hinterhand, aber man hat gesagt, okay, Fernando Alonso liefert aktuell richtig gute Arbeit, wir vertrauen auf seine Dienste, und hat damit die Tür für Carlos Sainz zugemacht. Für Carlos Sainz gibt es also entsprechend, ja, Mercedes, dann Red Bull Racing, da wissen wir nicht ganz genau, was passieren wird. Sergio Perez, der macht aktuell auch nicht den Eindruck, als würde er das Cockpit freiwillig aufgeben. Und dann gibt es eben für Carlos Sainz noch die Option bei Sauber. Das ist aber sportlich kurzfristig zumindest die unattraktivste Lösung für ihn. 2026 wird dann aus Sauber das Audi-Werksteam, aber ob man da von Anfang an konkurrenzfähig sein wird, das sei mal dahingestellt. Bei den Top 5 Teams, davon müssen wir in der Zwischenzeit schon sprechen, da sind aber sonst die Türen zu. Ferrari mit Lewis Hamilton und Charles Leclerc dicht, McLaren mit Oscar Piastri und natürlich Lando Norris, und Aston Martin jetzt mit Fernando Alonso und Lance Stroll ebenfalls. Deswegen müssen wir schauen, was tut sich da bei Red Bull Racing. Ganz großes Fragezeichen, auch teamintern. Da gibt es noch mehr und größere Fragezeichen als nur die Fahrerfrage. Und dann gibt es eben noch dieses eine Cockpit bei den Top 5 bei Mercedes zu besetzen, neben George Russell. In der kommenden Woche findet da übrigens ein sehr interessanter Test statt in Österreich.
Andrea Kimi Antonelli testet zum ersten Mal in seinem Leben ein Formel-1-Auto. Es ist der 2021er Bolide von Mercedes. Also den hat man immer noch nicht abgeschrieben. Obwohl es in der Formel 2 anfangs noch nicht ganz so gut lief, müssen wir den weiterhin auf dem Zettel haben. Auf dem Zettel müsst ihr auch unsere Printausgabe haben. Am heutigen Tag ist die Ausgabe Nummer 96 frisch in den Druck gegangen. Und da geht es unter anderem um Mercedes. Vielleicht können wir schon das Cover einblenden. Ich finde, es ist ein absolutes Meisterwerk. Man muss sich ein bisschen anschauen, es muss auf einen wachsen. Wirkt fast ein bisschen retro wie 2000er, aber ich finde, es passt wunderbar zum Thema Mercedes in der Dauerkrise, Chronologie des Niedergangs. Unbedingt lesen und natürlich noch viel mehr spannende Themen. Wir haben ja über 2026 gesprochen. Es gibt richtig tiefgehende Infos zum Motor 2026. Wir haben mit Nicolas Tombatzis exklusiv gesprochen. Also nichts wie los. Abo.motorsport-magazin.com.